Hallo. Ich find's immer noch irritiert, erst ein Outro und dann ein Intro zu machen hintereinander. Na, vor allen Dingen im Abstand dann von, war da? Quasi 9 Folgen, 2 Monaten. Ja und? Und früher war das immer so. Gott, wie haben wir das eigentlich gemacht? Ich vermute richtig Wir schlecht. haben einfach nie irgendwas gesagt, was in irgendeiner Form mit der Folge zu tun hatte, weil wir es alle nicht mehr wussten. Aber war trotzdem Naja, jetzt wissen wir auch noch nicht, was in witzig. der Folge drin vorkommt. Ich weiß, was in der letzten Folge passiert ist. Erzähl mal, Ja, ich aber jetzt nicht. sind wir im Intro. Ja, zur Siehst du? jetzigen Folge, aber wir fassen ja im Intro zur aktuellen Folge meistens den letzten Spielabend nochmal kurz zusammen. Alter, das, du, ich muss ein bisschen Wo weinen, wohnst muss du? ich sagen. In Wieso? welcher Wunschwelt lebst du? Nein, das stimmt doch. Ich beharre da doch immer drauf, weil ich so lange schweige, bis Flobi das macht. Aber dass dieses Konzept jetzt wirklich nach 1,5 Jahren, es ist einfach. Ich bin ein bisschen gerührt, muss ich sagen. Ich hasse dich. Du kleiner dreckiger Wichser. Ich bin wirklich gerührt. Ja, er schweigt einfach mal so lange, bis ich mir irgendwann ein Herz fasse und den letzten Spielabend zusammenfasse. Das ist doch unverschämt. Du kennst halt tatsächlich die meisten Details immer noch. Das ist doch so eine Sache. Ja, aber warum eigentlich? Alles andere vergesse ich immer. Ja, warte mal, Egal. wir trinken Alkohol in Massen. Das ist falsch. Was weißt du denn, was wir machen? Man merkt es an Trollys Spielleiterstil, wenn er Alkohol getrunken hat. Jo! Er leitet dann besser Wer übrigens. hat denn gesagt, dass wir nicht danach trinken, um wieder runterzukommen, um nicht zu vergessen? Ja, stimmt, da war da was. Das kann ich sogar irgendwie. Es trifft mich zwar ein bisschen, aber ich kann es verstehen. So. Letzte Folge, wir haben also letzten Spielabend, Entschuldigung. Wir haben kurz den Plan gefasst, wie wir an Krishan herankommen. Das ist der Typ gewesen, hinter dem wir her waren, der wahrscheinlich hinter diesen Drogengeschäften mit den Kindern und den Kurieren gesteckt hat. Da sind wir über Demian sind wir da rangekommen. Und zwar hat er seine Mutter ausfindig gemacht und die Mutti ist irgendwie eine, die immer noch an ihren Sohn zu glauben scheint und ja eigentlich nur das Beste für ihren Sohn will. Das heißt, wir sind mit einem gefälschten Wisch auf sie zugegangen, der besagte, hey, wir verschaffen deinem Sohn Immunität, zwar keine komplette Straffreiheit, aber irgendwie eine Form von Schutz, weil er sich mit Leuten angelegt hat oder Leute übers Ohr gehauen hat, die ihm jetzt Böses wollen. Wir müssen aber dazu mit ihm treffen, mit ihm treffen, genau. Wir müssen ihn aber dazu treffen. Sie ließ sich auf diesen Deal ein, wollte dann dummerweise, weil ich meinen Wurf voll verkackt habe und ich glaube, Dilly auch. Kein Stück, ich bin unschuldig. Du verkackst nie deine Würfe, das mache immer Ich habe einen ich. Passer geworfen. Ja, stimmt. Und ich war auch nicht besonders gut. Auf jeden Fall, nichtsdestotrotz lief es darauf hinaus, dass sie sehen wollte, wie wir ihren Sohn abholen. Das haben wir dann auch gemacht. Wir haben den Koreaner mitgenommen und haben ihn dann in einen Van rein komplimentiert. Haben uns dann kurz mit ihm unterhalten, dann hat sich Jojo noch mal kurz ein bisschen intensiver mit ihm unterhalten, dann war es plötzlich tot, weil Odessu irgendwie eine Waffe gezogen hat und dann sind wir Spielverderber. zurück. Ja, fand ich auch. Dann sind wir zurück. Wir haben diese Algentanks, also es war ein wunderbares Konzept. Er hatte Algentanks, die Kokain hergestellt haben, weil sie genetisch verändert waren. Oder Koka, bla bla, egal, wo ist die Kuss. Auf jeden Fall hatten sie dieses Gen drin. Und dann konnte das irgendwie alles toll weiterverarbeitet werden. Das haben wir nicht in Erfahrung gebracht, wie das ging, weil das in seinem Datenschloss war und er war dann ja tot. Aber zumindest das Zeug konnte dann aufgeteilt werden und alle sind glücklich, Demian ist glücklich und bla. Nur Kaban ist nicht glücklich, weil er die Credsticks nicht bekommen hat. Ja, Mann. Als ob der welche gehabt hätte.
Wenn er in so einem großen Stil Drogen vertickt, dann hat er Geld. Dann hat Kaban einen kleinen Anpfiff von Odessu bekommen und dann war der Spielabend vorbei. Nee, war da nicht noch was mit, hier, war nicht Vlads Verkündigung noch? Ach so, ja, stimmt. Vlad ist quasi schwanger und seine Frau wird der Vater. Genau. Ey, Leute, kann das wirklich sein, dass wir mit Dys ein Ingame-Jahr gespielt haben und jetzt schon fast zwei? Ja, wir sind auch verhältnismäßig viel gesprungen zwischendrin bei uns. Mhm. Crazy. Euer Entzugsklinik-Run, ne? Ja, weil ist jetzt ein Jahr her. Der ist ja ein Jahr her schon. Fast, glaube ich. Nein, der ist über ein Jahr her. Stimmt. Der ist, also Oktober ging der los und jetzt ist ja 12. Oktober und dann ging der bis Ende November. Das ist ja insane. Ja. Wir sind jetzt auch die letzten paar Mal ein bisschen gesprungen, ne? Ja, aber auch so irgendwie müssen wir ja viel mehr gesprungen sein, wenn wir alles mit Dys innerhalb eines Jahres oder vielleicht 14 Monate oder so geklärt haben. Bei Dezember war ja noch irgendwie der Vlad-Run hier in dem B-Gebiet. Und im Februar war noch der Run mit dem Hund. Naja, der Vlad-Run im B-Gebiet. Ach so. Meinte ich im Februar, falls ich Dezember gesagt haben sollte. Ja, krass. Ja. Viel Spaß und bleibt geil. Iodi. Paar Tage nach dem ganzen Scheiß. Jetzt nicht so viel. 3, 4. Es wird Jojo natürlich nochmal vom Koreaner heimgesucht. Darfst dir aussuchen, was du gerade machst. Kommt drauf an, was ist denn für eine Tageszeit? Ist mir doch völlig egal, die wird danach angepasst, was du gerade machst. Ja, irgendwas wirst du schon haben, woran sie rumbastelt. Und wenn die das scheiß Lüftungssystem gerade in Ordnung bringt. Na, siehste, das ist doch übel gut, das Lüftungssystem. Jo, und also der kommt dann an, stellt sich hinter dich und hält dir eine Tüte Chips hin. Ja, die hat, egal was sie da gerade tut, irgendwas wird sie da einbauen oder ausbauen oder Öl wechseln oder keine Ahnung. Reingreifen? Sie guckt ihre Hände an, die sind irgendwie verschmiert mit irgendeinem Scheiß. Man nimmt ein paar Chips und stopft sie dir in den Mund. Sie schluckt runter. Lecker, wa? Hä? Keine Ahnung, ich wollte mal nett. Das für eine Aktion. Ich wollte mal nett sein und dir was zu essen anbieten. Da hast du oft in die Hände geguckt, die ja offensichtlich versaut waren. Und das hieß für mich, ich kann dir gerade keine Chips abnehmen, gib mal ein paar her. Also habe ich dir ein paar gegeben. Ah ja. Willst du sagen, dass ich in meinem fehlerlosen Erkennen sozialer Konventionen mich diesmal irgendwie. Hä? Siehste, wisst ihr nicht. Wie lange brauchst du nur noch? Halbe Stunde oder Stunde, keine Ahnung. Alle rum, wird's stickig. Nö, Quatsch, die haben vorne die Tür offen. Also. Keine Ahnung, halbe Stunde, Stunde, irgendwie sowas. Wieso? Na, dann würde ich noch mal in einer halben Stunde rumkommen. Was gibt's denn? Ich wollte einfach mal mit dir quatschen. Okay. Bis dann. Jo. Sie dreht sich verwirrt und ein bisschen misstrauisch um und macht weiter. Vielleicht hat er ihn gesehen. Mhm. Den Boych. Aber, besagte halbe Stunde später, wo sie dann wieder auftauchen. Ja, die ist wahrscheinlich annähernd fertig. Soll ich ihr irgendwas helfen? Nee, musst du nicht. Okay. Bin eh fertig, muss nur noch aufräumen.
Sie schraubt die Abdeckung wieder an und bringt den Kram weg. Ja. Warte mal, da wird ja ein Teil des Werkzeugs in ihrem Zimmer sein. Sehr gut, da kann er direkt mitkommen. Ja. Und sich dann schön irgendwo bei dir hinpflanzen. Die wäscht sich die Hände und setzt sich dann irgendwo hin. Alles klar bei dir? Ich weiß, ich frag das öfter, aber... Ja. Hm. Was genau war eigentlich mit dem Typen? Also, warum genau hast du ihn komplett aufschlitzen wollen? Wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, wäre das falsch, aber ich kann es dir auch nicht genau erklären. Das ist aber einer dieser Sachen, wo man besser eine ziemlich gute Erklärung hat. Vor allen Dingen, also nicht mal direkt für jemanden wie mich, aber für sich. Für mich habe ich eine. Und für mich hast du keine? Nein. Nehme ich persönlich. Was bist du denn jetzt so? Sie zwinkt, sie schmunzelt. Nee, bei so einer Scheiße, da raste ich einfach aus. Jedes Mal ziehst du jedem anderen mir vor, vor allen Dingen dich. Wissen das? Also wenn du für dich eine hast und für mich nicht und vermutlich für andere nicht, gehe ich ganz stark davon aus, entweder Magie-Shit oder Vergangenheits-Shit. Punkt. Kommt ungefähr hin. Wie oft passiert's denn, dass du jemanden so eine Behandlung gibst? Wieso stellst du mir diese Fragen? Weil es wichtig ist. Selten. Immer aus demselben Grund. Ich überleg gerade, wann war das letzte Mal? Uff. Davor, das war nur das eine Mal mit Vlad. Bist du da sicher? Ich überleg gerade, war Kaban mal irgendwo dabei? Nee, das Kaban, da war Kaban derjenige, da hat Jojo nichts gemacht. Na, aber jetzt mal, wenn wir ganz kritisch an die Sache rennen, meinst du nicht, dass die Tendenz, Kabans außenstehende Rippe ein bisschen anzupieken? Das nimmt dir aber, das zählt dir aber da jetzt nicht mit rein. Ja, aber mir fiel jetzt auch nichts anderes ein. Warst du echt nur einmal total abartig? Ja. Bist du sicher? Naja, sie hat ja auch den Arm abgetrennt. Das ja, war was anderes. Das war tatsächlich eher so ein Panikding. Sie da hat, wollte sie nicht foltern. Im Sumpf da damals diesen. Der war schon tot. Ja, der war tot, aber das Zeug hat sie sich abgeschnitten. Also ja, eklig war sie schon häufiger. Ja, aber das war nicht dasselbe, weißt du, weil in dem Sumpf, da hatte sie ja tatsächlich auch noch Ekel und so. Hier hat sie einfach nur, weißt du. Ja, ich muss ja noch gesagt haben. Das ist nett von dir, das ist nett von dir. War sie wirklich nur einmal komplett am meisten? Ja, das war nur das eine Mal. Na gut. So, was hatte er jetzt gerade irgendwas gesagt? Wenn ja, hab ich's vergessen. Ich glaube, du hast gefragt, warum er das fragt und er sagt, ob das wichtig oder warum das wichtig ist und er sagte, nee, warte mal. Und dann haben wir alle einen Sterni getrunken und waren richtig gut drauf oder so, keine Ahnung. Nee, er fragte, ob das häufiger vorkommt und dann ging die Diskussion los. Ach so. Und sie sagte, warum stellst du die Frage und er meinte, weil es wichtig ist, genau. Quasi nie. Jetzt sagen wir mal, du würdest jetzt nochmal vor dem Typen stehen. Jetzt, wo du ein paar Tage entspannt hattest, um zu chillen und so. Dann würdest du genau dasselbe machen. Ich weiß es nicht. Na, ich frag mal so, die Gründe, die du hattest, um das zu machen, haben die mit eingeschlossen, was Aktuelles? Oder waren die universell? Nichts Aktuelles. Also universell. Jojo, das kannst du nicht machen. Was soll ich dir jetzt für eine Antwort geben? Bis zu dem Punkt, da habe ich unser Gespräch jetzt nicht vorgeplant. Da müsste ich nochmal kurz überlegen. Wenn du mir ein Stündchen Zeit gibst, kann ich dir sagen, was du antworten sollst. Aber vielleicht geht es schneller, wenn du dir was überlegst.
Ich habe keine Ahnung, was ich dir darauf antworten soll. Ich werde es nie wieder tun. Versprechen kann ich dir das nicht. Was ist denn das? Was willst du denn überhaupt von mir? Ich weiß nicht mal, was du von mir willst. Du stellst mir Fragen, auf die du Antworten nicht hören willst. Also was willst du? Nein, du bist ja nur auch keine 5-Jährige, die sagt, ich werde es nie wieder tun. Also, was denkst du denn eigentlich von mir? Nein, die Sache ist die. Jeder will mal Leute leiden und jeder will mal Leute sterben sehen. Von uns. Aber auf die Art ist das nicht gut. Weder für dich, noch für die Gang, noch für dich. Und natürlich für deinen Ruf, also im Endeffekt für dich. Es war niemand da, der es mitbekommen hätte. Das stimmt schon, aber du kannst es nie wissen. Und die Frage ist, ob es das wert ist, ihn so hinzurichten. Also auf die Art. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich es wieder machen würde. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt nicht in dieser Situation. Deswegen kann ich es dir nicht sagen. Verstehst du das? Ja, vielleicht hätte ich es nicht tun sollen. Ich weiß auch, dass es nicht gut ist für meinen Ruf. Danke. Ich weiß das. Es ist halt einfach so gewesen. Kann es nicht rückgängig machen. Jo, aber ich mache mir halt Sorgen um dich. Musst du nicht. Klar muss ich, das ist mein Job. Du hängst ja schon eine ganze Weile rum. Da steht aber eindeutig als Arbeitsauftrag mit dabei, dass man sich Sorgen um die Leute macht, die ja schon eine Weile sind. Und ich komme meinen Arbeiten meist pflichtbewusst nach. Ja. Also ich meine, ich komme der Arbeit, das irgendwie mitzuteilen, jetzt nicht ganz so pflichtbewusst nach, aber ich bin ja auch ein Gänger, der kann ja nicht bei jeder Arbeit irgendwie der Paradeboy sein, dann könnte ich auch irgendwie zu Evo gehen. Sie nickt. Aber du bist mir halt wichtig und ich sehe, dass das irgendwie, dass das so nicht geht. Für dich. Sie nickt wieder. Weißt du, die meisten hier verstehen auf die eine oder andere Weise, dass es für dich nicht geil war, nachdem du da von den Schergen der Hackerin zerrumpst wurdest. Und die meisten machen sich natürlich ein bisschen Sorgen, wie es dir damit geht, immer noch. So, die meisten sind natürlich harte Kerle, die dir dann eher mal gegen die Schulter boxen und sagen, was ist denn mit dir los? Irgendwie Verstopfung oder was? So. Ich habe hier noch ein Kriegstier. So, das ist klar. Aber die kümmern sich. Oder würden sie zumindest gern. Und es ist klar, dass du über nichts reden willst und das ist auch okay. Aber wir wollen ja nicht, dass du dich noch irgendwie jetzt selber weiter kaputt machst und deswegen bin ich jetzt hier. Ja, ich weiß. Du musst noch verstehen, dass es für die meisten hier nicht so schwer ist, die ganze Tag die Fassade zu spielen vom krassen Typen. Das heißt, die brauchen weniger oft einmal so viel ihre Ruhe oder hauen eher mal einen raus und müssen sich dann nicht so oft irgendwie mal, müssen nicht so oft alleine sein. Deswegen verstehen die das nicht immer. Aber ein paar raffen das schon. Und das ist auch okay. Solange man was hört, ist es ja alles safe. Und was willst du mir jetzt damit sagen? Na, warte mal kurz. Dass ich euch sagen soll, wenn ich irgendwo hingehe, mache ich doch. Nö. Ich wollte nur, dass du weißt, dass die sich zwar Sorgen machen, aber dass sie das jetzt nicht unendlich raushängen lassen und dass die nicht immer das raffen. Wenn jemand seine Ruhe braucht oder wenn jemand nicht dann seinen Pimmel rausholt und auf den Tisch haut. Nicht alle. Das weiß ich doch. Das kann ich ja nicht wissen, ob du das weißt. Doch, das ist mir schon klar. Aber es ist auch nicht so, als ob ich das sonderlich geil finde. Also, ich komme klar. Es muss sich niemand Sorgen machen. Es ist nicht notwendig.
Und ich dachte immer, du wärst klug. Stellt sich einfach raus. Stimmt gar nicht. Klar muss ich keiner Sorgen machen, aber du wirst bestimmt am eigenen Leibe festgestellt haben, dass das meistens ziemlich Wurst ist. Ja, ich weiß, dass das ziemlich Wurst ist, aber ich will das nicht. Und ich will das nicht, weil es mir auf den Sack geht, sondern weil ich einfach keinen Bock habe, dass irgendwie jeder von euch in irgendeiner Form sich gezwungen sieht oder auch nicht gezwungen sieht, irgendwie sich darüber Gedanken zu machen, weil es einfach nicht geil ist. Und nicht, weil mich das wegen mir stört, sondern weil es das einfach scheiße ist für jeden. Und es ist nicht nötig. Es geht alles. Okay? Na gut. Weißt du, was richtig schwer ist? Was? Richtig schwer ist es, wenn es ja, man hat ja auch mal Phasen, wo es gerade nicht so geht, dann nicht dran zu denken, wie scheiße das ist für die anderen, die sich Sorgen machen, sondern auch einfach mal zu sagen, okay, ist gerade doof, ist auch okay, wenn die sich Sorgen machen, wir mögen uns ja alle. Wir kriegen ja, wir mögen uns so sehr, wir kriegen jetzt überall Kinder. Für ein Stück. Dann zu sagen, ja, ist doof. Lass mal in Ruhe oder tröste mich, Noran, in deinen, ich möchte gerne in deinen starken Armen liegen. Mach ich ganz gerne. Noran hat sehr schöne, starke männliche Zwergenarme, nämlich auch immer. Wenn es dir mal schlecht geht, dann denk nicht dran, wie kacke das für die anderen ist, die sich Sorgen machen, Alter. Dumm ist das denn? Dann musst du nicht in Fernsehsessel sich setzen und sagen, boah, alle, die anwesend sind, übel scheiße. Aber du hast ja ein paar, mit denen du reden kannst, und dann geh halt zu irgendjemandem, wo du denkst, das ist okay, und denk nicht drüber nach, wie kacke das für den ist, dass sie sich Sorgen macht. Sie nickt wieder. Na gut. Das war jetzt übrigens die perfekte Überleitung zu der Frage, ob ich mir heute mal dein Motorrad ausleihen kann. Ist dir das nicht so klein? Ja, kannst du. Na, die anderen sind mir halt alle viel zu groß. Und zu schwer. Ja, nimm halt. Danke. Meins war übel gut. Frisch, alles richtig nett gemacht und so. Und dann kam Misha. Du meinst, er wollte es überholen, ja? Nee. Aber ich erzähle die Geschichte gern so, weil die meisten dann denken, er hat wieder irgendwas versaut und er ist einfach drüber geflogen. so. Und er ist drüber geflogen. Na, und dann ist es umgefallen. Und das war ja an sich jetzt nicht so das Problem. Aber ich sag mal so. Ich hatte dann noch nicht alles wieder hundertprozentig festgemacht, weil ich dachte, ach, das geht ja auch morgen, das steht ja hier, wo niemand rankommt. Jetzt da hat sich halt ein paar Teile verteilt und ein paar Teile sind jetzt abgebrochen und so. Scheiße war's. Ja, man muss halt vielleicht die Arbeit zu Ende machen, aber wie gesagt, bei manchen Arbeiten komme ich einfach nicht so hinterher. Alles klar. Ich habe hier einen 8-Stunden-Tag, wo ich... Da wird es ja nicht zu viel verlangt sein, dass man da mal nach 6 Stunden, keine Ahnung, so zum Feierabend eine Flasche Schnaps trinkt. Ordentlich. Nee, es war ja auch keiner. Also es war 0,25. Aber für einen Asiaten... Reicht das, um genauso umzukippen wie das Motorrad, ich weiß. Ja. Das Erbe meiner Eltern ist einfach in der Hinsicht das Schlimmste, was es gibt. Ja. Sind aber keine Lollis mehr drin. Gut, ich muss auch mal jemand anderen fragen, ob mein Motorrad leid, das wäre gut. Ich muss erst mal mir jetzt irgendein Gespräch mit ihm ausdenken. Also, eins noch, und zwar
Morgen Abend müsste das sein. Aufzeichnung. Doku. Amerika. Fall einer Industrienation. Das Jahr 2016. Alles klar. Also ich bin schon mittelmäßig interessiert. Läuft. Gut. Hau rein. Bis dahin habe ich auch den anderen Tritt repariert. Ich gucke das dort, wo alle gucken, ist mir doch scheißegal, die können was lernen. Wem es zu langweilig ist, der soll halt irgendwie sich eine Hure besorgen. Ja, aber morgen ist wieder Desert Wars dran, das heißt vermutlich sogar um dieselbe Zeit mit Pech. Vlad wird dich verscheuchen. Vlad wird gerade ganz andere Sachen im Kopf haben. Meinst du? Oh ja. Wieso? Ist wieder irgendwas passiert? Der, ich sag mal, der tiefe Planung und Aufregung und so ein Shit. Ach so, na dann, das Übliche also. Nee, eher unüblich, sag ich mal. Du meinst also, ich sollte mal gleich gucken gehen? Nee, musst du nicht. Okay. Die Frauen kümmern sich da gerade ganz gut. Ah, na dann. Und Alex wollte dann noch vorbeikommen. Hm. Alles klar. Haben da Motorräder noch Schlüssel? Nee, ne? Unterschiedlich. Ich vermute, eure, also ab einer gewissen Preisstufe und eure werden halt alle gesichert sein mit Fingerabdruck und vielleicht Übermittlung eines Codes. Nicht über Wi-Fi, sondern nur über Datenkabel vom Comlink vermutlich oder von einem Datenchip. Der verschlüsselt ist, so irgendwie? Weil ihr habt ja etwas teuer, also eure Motorräder sind ja schon ein bisschen wichtiger. Mhm. Das stimmt. Und da es bei mir keine schockende Diebstahlsicherung mehr gibt, weil die dumm ist, muss eine Diebstahlsicherung halt immer noch irgendwie eine Kombination sein. Naja, aber sonst machen sie es halt bei einer Diebstahlsicherung so, dass sie einfach das Ding bis auf, ne, also komplett abbauen, deswegen ist sie ja schockend. Sonst stellst du ein Auto auf ein paar Backsteine und schraubst die Räder ab und machst so einen Blödsinn, wenn du einfach nur nicht wegfahren kannst. Das mag ja sein, aber dann irgendwie kann man ja auch die schockende Diebstahlsicherung rausbauen, so, weißt du? Mhm. Und wenn jemand, ja, die Räder abbaut, dann dauert das. Naja, gut. Und wenn er das macht, dann hat er das Motorrad entehrt und wird dann natürlich entmannt. Das stimmt. Ja, Juli gibt ihm eine Freigabe für ihr Motorrad. Sehr gut. Dann hau er ab. Jo. So. Daddy. Mhm. Ja. Ah, warte mal, das kann ich eigentlich jetzt gar nicht machen. Ja, ich bin wahlweise am Motorrad reparieren, weil es umgekippt ist, oder aber bereite Fingerfood für Desert War vor. Eiskalt. Du wirst so ein richtig krasser Gänger. Hier lernst du, was wirklich wichtig ist, um auf den Streets of Moskau zu überleben, Junge. Den Körpern für das Hausmütterchen. Fingerfood? Der nur wegen seiner Kochkünste eingestellt, oder was? Ja, sicher. Man muss sich halt so einbringen, wie man es kann, nicht wahr? Jeder muss das machen, was er kann. Das heißt, Anna wird wahrscheinlich das Motorrad reparieren. Nee, das muss Micha machen. Bist du bescheuert? Der hat es umgeschmissen. Es gibt Regeln. Wir sind ja nicht in Vietnam. So, trotzdem laufen hier Asiaten rum. Ja, das ist fatal. Aber das kann ich ja jetzt echt nicht machen. Oh, shit. Na gut. Gibt's bei euch noch irgendwas, was ihr jetzt in der Zukunft anstrebt? In der näheren? Nicht auffallen. Oder mittelmäßig ferneren? Nicht negativ auffallen, weil dann gibt's nur Zusatzarbeiten. Oh ja. Definiere deine Form von irgendwelchen Zukunftsdingern. Ohne eine dumme Antwort zu geben? Ja. Scheiße. Na, alles, warte mal, 17., jetzt ist der 17., alles bis zur, keine Ahnung, 30.
Ja, dann muss Jojo. Also sag mal, da wird's ja schon langsam rund. Mhm. Und unansehnlich. Naja, so schlimm ist es noch nicht, aber es wird auf jeden Fall schwierig, es irgendwas zu verstecken. 16. Woche? 15. Also bei mir steht hier 29. 16. Woche. Ja, ja, eben, nee, die muss vorher auf jeden Fall. Also, na, sag doch mal eine Temperatur. Na, ein paar Tage später. Keine Ahnung, wie viel genau. 4, 5 Tage später, 6 Tage später. Okay. Mach mal vorher, zu wem willst du? Dadurch, dass sie immer noch zu keiner wirklichen Entscheidung gekommen ist, vermutlich erstmal zum Vater. Achso, okay, also Alex. Nein! Ach so. Ist ja aber super lustig gewesen, Musste. Wirst du das jetzt bitte einsehen? Ich sehe das absolut ein. Das wäre tatsächlich super witzig gewesen, aber extrem unfair. Ja, warte mal, das ist halt noch ein bisschen alte Schule. Gut, dann werdet ihr euch noch mal kurz unterhalten dürfen, ihr beiden. Also, ich meine, mit unterhalten nicht den sprachlichen, sondern den generellen. Ihr wisst, was ich meine. Viel Spaß, bin gleich wieder da. Tschüss. Der mit seiner Sextanerblase. Ja. Ich hab Bauchschmerzen. Wovon? Ich hab 800 Gramm Fla gegessen gerade. Du bist ja dumm. Trotz meiner Laktoseintoleranz. Aber ich werde es jetzt eiskalt durchziehen, dass ich das aushalte. Ich hatte da so einen Heißhunger drauf, ich weiß auch nicht warum. Ich hab den gesehen und hab mir gedacht, so, bist du schwanger? Offensichtlich. Ja. Ja, und dann hab ich den nur so, nur stand da vor mir und nom, und irgendwann war der Becher leer, so, ups, eigentlich wollte ich davon 3 Tage, na egal. Also, ach genau, für Carmen, Majojo ist übrigens auch irgendwann dazu übergegangen, also sie trägt eher weitere Pullis mittlerweile. Man sieht sie zwar auch öfter, so im Winter oder so, hatte die auch früher immer Kapuzenpullis an oder dicke Pullis an, zwischendurch oder Sweatshirtjacken. Ja, das Carmen wird sich auf jeden Fall ein oder zweimal das rausnehmen, ne, sie auf ihre tolle neue Mode anzusprechen, quasi. Oh. Oh nein, ja. Nein, also ich sag mal so, tatsächlich sind das auch Pullis, die sie auch so normalerweise getragen hat. Also, ne, die war nie eins von den Mädels, die, um gut auszusehen, nie dicke Pullis anziehen und lieber frieren. Also das war bei ihr nie so. Außerdem hatte sie immer lustige Pullis. Immer mit kotzenden Einhörnern und so. Es war ziemlich lustig. Ich habe ein paar rausgesucht, die waren ziemlich cool. Es gibt so geilen Scheiß. Also sind durchaus ihre normalen Sachen. Aber sonst hat sie eher mal Sweatshirt-Jacken auch mal offen gelassen oder was weiß ich nicht was. Das ist eher jetzt nicht mehr so der Fall. Ja, dann gab es mal so einen Spruch, so meinst du nicht, ist es ein bisschen warm? Also, aber immer nur, wenn die beiden alleine sind. Mhm. Ich verstehe ihn. Dann kriegst du einen sehr bösen Blick zugeworfen. Dann kommt so eine gespielte Unschuldsmine. Wer was denn? Was? Ich kann da nichts für. Naja, da, ich sag mal so, dadurch, dass die zwischendurch immer noch mal ein bisschen Probleme mit ihrem Blutdruck hat, dass der ein bisschen niedrig ist, ist sie ja eher weniger zu warm. Und so toll sind die Heizungen ja auch nicht. Und nachdem ich mir, also sie sind okay, aber nachdem ich mir jetzt mal angeguckt habe, wie kalt es in Moskau wird, ey, da friert's jetzt schon. Ja, klar. Also zu dem Zeitpunkt, wo wir spielen, gerade im Oktober oder so, da fängt es langsam an. Da ist schon echt kalt. Moskau ist schon kalt. Deswegen greift man in Russland ja auch nie im Winter an. Andere mussten das mühsam lernen. Ja. Ja, aber Russland ist halt schon kalt, das stimmt wohl. Kontinentalwetter und so. Schrecklich. Nee, aber dennoch wird er sich halt, ne? Er wird halt sie dezent, in seiner dezenten Art und Weise, die er nicht drauf hat, darauf hinweisen, dass sie da durchaus mal die Fresse aufmachen soll. Ja. Ja, ja. Sie scheint in ihrer dezenten Art und Weise nicht erfreut, von deiner dezenten Art und Weise zu sein.
Das ist irgendwie verständlich. Ja, sie vermeidet auch. Also ich sag mal so, sie neigt auch eher dazu, wenn tatsächlich mein Platzische ist ja dann doch wahrscheinlich öfter mal da irgendwie unterwegs oder irgendwas. Also wenn da irgendwie großartig Tüdü um irgendwas ist oder mit dem Thema zumindest, dann ist sie auch schnell weg. Also die meidet das auch wirklich. Verdrängen hilft doch nicht, Mädchen. Du hast nur ein paar Monate Zeit, um das zu verdrängen, und danach hast du keine Chance mehr. Postnatale Abtreibung, oder wie war das? Smith and Wesson ist dein Freund. Hä? Smith and Wesson, postnatale Abtreibung. Ja. Nein, eher nicht. Also, es ist... Na gut, wie gut kennt Kaban, wie gut kann Kaban sowas, er erkennt sie eigentlich schon ganz gut, ne? Ja, klar. Naja, es scheint tatsächlich eher so zu sein, dass es nichts Großartiges, nicht so richtig was mit Verdrängen zu tun hat, sondern einfach auch eher, sie ist einfach unheimlich unschlüssig. Aber gut, keine Ahnung, was Kaban weiß oder nicht, ob er das deuten kann. Das wusste er ja schon, hast du ja ihm schon gesagt. Ja, aber das Thema ist sie halt auf jeden Fall sehr unangenehm. Genau, deswegen wird er sie halt immer so, wenn die alleine sind, dezent, in seiner dezenten Art und Weise, quasi mit der Tür ins Haus fallen, sie darauf hinweisen, dass sie sich entscheiden muss, weil es langsam drängt. Stell mir das richtig gut vor. Na, tritt's schon? Oh nee, das hätte er nicht gesagt. Das wäre auch schlecht für seine Gesundheit. Er darf es ja auch das Thema nicht ansprechen, deswegen vermeidet er ja das Thema auch, aber so, na, ist dir nicht kalt oder oder sowas halt. Dann hat sie dich geklaut. Ja, ich nehme das mal ab. Genau, sowas. Wie ist denn das eigentlich, Frau Expertin? Kannst du jetzt eigentlich das hier schlecht erfahren? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, das kommt noch ein bisschen später. Ich könnte mal eben Google bemühen. Außerdem könnte das zu Shadowrun-Zeiten. Ich weiß, dass man da relativ einfach so was Genetisches machen könnte, aber das ist dann halt teurer, ne? Also hier steht so ab der 13. Schwangerschaft, 14. vielleicht, also ab der 13. Schwangerschaftswoche ist die Wahrscheinlichkeit, das richtig zu bestimmen, bei 80%. Na, da muss ich dir mal die Frage stellen, ob sie da Bock drauf hatte. Nee, die hat, das dachte ich mir. Die hat sich kein Ultraschallbild angeguckt, die hat sich keine Herztöne angehört, das hat die nichts, das wollte die alles nicht wissen. Das Einzige, was die gemacht hat, ist zu erfragen, ob irgendwas nicht stimmt. Ich sag mal, man kann Ameisen viel weniger leicht zertreten, wenn man ihnen einen Namen gibt. Ja. Auf jeden Fall wollte die nichts wissen. Das klingt von Kind heißt sowieso Jeremy Pascal. Nein, es heißt Dustin Dwight Douglas Dexter. Ich finde momentan den Namen Donald sehr im Kommen. Das ja, das sehe ich aber auch irgendwie, muss ich sagen. Muss ich echt gestehen. Na gut, also, du fährst da hin. Ja. Die wird irgendwo was abgepasst haben, wenn er zu Hause ist. Ja, der ist gerade in eine verzwickte Partie Laserschach vertieft. AR-Laserschach, versteht sich. Dann lässt sie ihn erstmal zu Ende spielen. Ja, nee, das ist ja Fernschach, da kann man sich durchaus mal einen Tag Zeit für so einen Zug lassen, ne? Ah, die Variante. Natürlich. Kühlschrank. Dings. Fertig, nimm das. Den werde ich fertig machen. Das siehst du jetzt schon kommen. Das ist mein alter Erzfeind. Das heißt, ich werde, egal zu welchem Spielstand, immer sagen, den werde ich übel fertig machen. Ich erinnere mich daran, du hattest so ein Brett auch schon im Playground stehen. War es derselbe? Er ist mein Erzfeind. Also derselbe. Ist es immer noch diese Partie? Bist du bescheuert? Ich weiß es doch nicht. Den habe ich ja schon so oft vom Feld geputzt, wie er mich vom Feld geputzt hat. Das macht ja einen Erzfeind aus. Ein Erzfeind ist es ja nicht, wenn einer von uns immer gewinnt. Das ist ja langweilig, das ist ja dann kein Erzfeind.
So einem Typen, der mich immer fertig macht, wie soll ich dem schreiben? Dein Bemühen ist lächerlich, du Wicht. Alles klar. Mein Hiersein hat einen Grund. Ja. Einen etwas verzwickten. Also? Ja. Na, dann machst du doch bequem. Ja. Sie setzt sich hin. Dieses Problem hat zwei Arme und zwei Beine und oder ja doch, glaub schon. Und ja, wächst. Du wirst verstehen, dass ich mir da echt viele Interpretationen. Ach so. Lass mich direkt ein paar Grundfragen stellen. Hast du nicht ein schwangerschaftsverhütendes Implantat? Ja. Habe ich nicht ein schwangerschaftsverhütendes Implantat? Ja. Bist du sicher, dass das Kind von dir ist? Wenn nicht irgendwelche Aliens nachts irgendwo gelandet sind, nehme ich mal ganz stark an, dass, ja. Bist du sicher, dass das Kind von mir ist? Nein. Jetzt warte mal. Ich bin genauso sicher, dass dieses scheiß Kind von dir ist, wie dass es von mir ist, Mann. Aber die Technik. Ja. Na, gut, das ist ja erstmal völlig irrelevant. So, du sagst jetzt, du bist im zweiten Monat und Nein. Okay. Sondern. In der 15. Woche. Ja, das sind ja eher formvollendete Tatsachen schon quasi. Ja, ich weiß es noch nicht so fürchterlich lange. Allerdings jetzt auch schon seit, ich weiß nicht, 3 Wochen oder so. Ich habe nur... Ja, das ist ja erstmal egal. Das ist überhaupt nicht wichtig. Das ist ja die Vergangenheit. Niemanden hat es geholfen, über die Vergangenheit nachzudenken. Und was war und so mal casual, was denkst du so? Ich hab keine Ahnung, ob ich es behalten soll oder nicht. Ich habe einfach keine Ahnung. Ich sag mal, ich führe ein Leben, das nicht unbedingt kinderfreundlich ist und ich habe nicht den blassesten Schimmer, ob ich es irgendwie hinkriege, diesen Teil meines Lebens adäquat von einem Kind fernhalten zu können. Und ich habe noch viel weniger Ahnung, ob ich den Teil von mir, der nicht unbedingt kindgerecht ist, adäquat von einem Kind fernhalten kann, beziehungsweise ob ob ich es jetzt überhaupt noch irgendwie hinkriege, sowas überhaupt, also sowas mit der, ach, keine Ahnung. Na guck, ich müsste mal ganz kurz da drüben mal ein Schnäpschen genehmigen. Er genehmigt sich ein Schnäpschen. Ja. Yeah. So. Hättest du dir zu irgendeinem anderen Zeitpunkt vorstellen können, Kinder zu kriegen? Ich meine, das ist jetzt ein bisschen spät, um so allgemein über solche Sachen zu reden, aber ich meine, jetzt kommen wir es ja trotzdem. Pff.
Früher schon, ja. Irgendwie. Aber irgendwann habe ich halt auch nicht mehr drüber nachgedacht. Weil die Sache ist die. Natürlich wirst du in kinderfreundlichen, unfreundlichen Teilen namens Gang nicht fernhalten können. Niemals. Nicht vollständig. Das meine ich auch nicht. Ach so. Ich habe einfach keine Ahnung, ob ich... Früher wollte ich auch Kinder. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt noch klug wäre. Einfach weil ich nicht weiß, ob ich das noch hinkriege, ob noch, keine Ahnung, genug übrig ist, um sowas hinzukriegen. Bist du denn bescheuert? Okay, das ist also kein relevanter Punkt, den können wir also schon mal abhaken. So, da wirst du jetzt Einwände erheben, weil du dich ja offensichtlich damit auseinandersetzt. Denke ich jetzt schon. So. Also ich meine, du bist ja kein freudloses Wesen. Und du bist ja kein liebloses Wesen. Ja, aber auch nicht mehr unbedingt, keine Ahnung. Also ich meine, ich kann dir da dazu nur so halb viel sagen, weil, ich habe dazu eine Meinung, so, die habe ich jetzt gesagt, aber ich glaube, der einzige Ort, wo du rausfinden kannst, ob das, ob du das kannst, ist, und ich weiß, was ich da gerade sage, ist halt leider bei den Kindern, die schon da sind. Glaub ich. Wobei, das möchte ich einen Teil revidieren. Und zwar, glaube ich, wäre das da gut, wenn wir das zusammen machen könnten. Hä? Du weißt nicht, ob du das noch kannst, weil du sagst, da ist vielleicht nicht mehr Jugend übrig. So. Ich glaube, das kannst du nur sehen, wenn du mit Kindern zu tun hast, die es schon gibt. So, da gibt es ja mannigfaltig echt viele auch in unterschiedlichen Altersstufen. Dann wäre es, glaube ich, auch gut, wenn, weil du dir danach vielleicht immer noch nicht sicher sein wirst, wenn ich da dabei bin, weil ich dann sagen kann, was ich dazu denke. Es ist nicht so, als wäre ich nicht dazu in der Lage, mich um Kinder zu kümmern. Ich mache das auch gerne. Ich habe viel mit meinen Nichten zu tun. Schon immer. Zwangsläufig. Das meine ich nicht. Dann verstehe ich, glaube ich, den Punkt nicht ganz, den du hast. Der Punkt, den ich habe, ist, dass ich zwischendurch einfach mal nicht zurechtkomme mit mir und mit meinem Leben. Und dass das etwas ist, was ein Kind nicht unbedingt mitkriegen sollte. Ja, okay, gut. So, jetzt kann ich sagen, alles klar, ich gehe heute nicht dahin, ich lese heute keine Geschichte vor, bin jetzt 2 Tage weg, das kann ich dann nicht sagen. Verstehst du, was ich meine? Das stimmt. Ich hatte im Gefühl, dass das fast nie vorkam. Wenn das super selten ist, dann kannst du es natürlich doch, weil dann gibt es ja andere Ebenen von Menschen, die dann mal das Kind übernehmen. So ist das nicht. Zum Beispiel ich. Ich habe ja jetzt dazu was beigetragen. Ihr hattet damit ja auch zwangsläufig was damit zu tun, muss ich sagen. Das ist nicht mal was ich jetzt vor nicht allzu langer Zeit nicht mit eingeplant hätte für irgendwann. Ich hätte da vielleicht mit eingeplant, dass ich da vorher von weiß. Aber das ist ja erstmal egal. So. Und keine Ahnung. Also ich habe dich super oft bei
bei den Knirpszinnen gesehen und hatte, also ich dachte vorhin, du meintest, dass du das nicht kannst, weil du irgendwie das so mechanisch machst und irgendwie nichts dabei, dann nichts bei dir los ist. Dass nicht dein Uterus glüht, so wie meiner. Das Gefühl hatte ich halt doch. Tut mir leid. Die Sache, die ich viel, also guck mal, das Ding ist, wenn du mal 2 Tage nicht zurechtkommst, weil irgendwas war, dann ist das so. Wenn das ein bisschen länger dauert, dann ist das immer noch scheiße. Aber ginge, glaube ich, auch. So. Ich meine, dazu, dass du irgendwie, du musst halt, du darfst dann halt nicht, wenn du nicht zurechtkommst, dich nicht um die Kinder kümmern. Das darfst du dann nicht machen. Das ist wichtig, glaube ich. Und was viel wichtiger ist, glaube ich, wenn du darüber nachdenkst, ob du ein Kind jetzt haben möchtest oder in Zukunft, denn ich glaube, das wird ja alles gar nicht mehr so ganz viel anders, dass du dich aus einigen Betätigungsfeldern etwas mehr zurückziehst, um dich gar nicht erst in Situationen zu bringen, die den Ausgang haben, dass du nicht zurechtkommst. Und ich weiß, dass es nur bis zu einem gewissen Grad geht, aber an anderer Stelle halt schon. Und damit meine ich alles, was so mit Sharon-Kram zu tun hat. Das weiß ich selbst. Zusätzlich zu dem Punkt natürlich, dass ich mit dem bisschen Sozialhilfe und dem Gehalt des Barkeepers garantiert nicht irgendwie, also jetzt mal im Ernst, ich brauche, also, wenn er mich da sitzen lässt, das wird kompliziert. Das wird kompliziert. So. Dass ich dann ein paar Sachen umstellen müsste, weiß ich. Dass so ein paar, also ich habe gehört, durch die Geburt von Kindern werden so ein paar Sachen umgestellt für alle Beteiligten, ja? Ja. Nein, das ist mir klar. Und mir ist auch klar, dass ich natürlich der Haupterziehungsberechtigte dann bin. Ne? Hä? Ich sag mal so, alles, was ich mache, Geld zu verdienen zum Beispiel, oder für euch, sind Sachen, die ich relativ frei einteilen kann. Was bei dir nicht immer der Fall ist. Weißt du, was ich meine? Ja. So. Das meinte ich. Ach so. Was willst du denn? Schnaps, warte. Zeig mal den Fortschritt hier. Sie macht die Sweatshirt-Jacke auf. Oha. Ich hielt es ja immer für eine dumme Ansage, wenn Frauen sagen, der beachtet mich ja nicht, der sieht mich ja nicht. Und dann sagten sie sowas wie, ich habe doch eine neue Frisur, warum ist denn das nicht aufgefallen? Und jetzt sehe ich das und denke mir, oha, ja. Okay, was ich denke, der Zeitpunkt ist so gut wie schlecht, es ist so gut und schlecht wie der andere auch, der jetzt in der Zukunft liegt, das ist einfach so. Ich glaube nicht, dass sich großartig Dinge in irgendeiner Form verändern, die wirklich relevant sind. So. Prinzipiell. Du musst mir jetzt auch noch keine Antwort geben. Nee, ich rede ja bloß, um mir meine Gedanken zu verdeutlichen. Passt jetzt auch ganz gut, wenn ich dazu rede, wenn das jemand hört, das kommt mir gerade gelegen. So. Prinzipiell, wie gesagt, war das mal in der Lebensplanung mit drin. So. Aber. Genau, also. Das ist alles völlig irrelevant, wenn du dir nicht sicher bist. Ich glaube, dass deine Bedenken sinnvoll sind. Ich denke aber, dass es nicht so schlimm ist, wie du sagst, in persönlicher Hinsicht. Ich will dich nicht dumm überzeugen. Das ist ja totaler Scheiß. Das musst du auch gar nicht. Ich will nur wissen, was du möchtest. Deswegen so, frage ich dich. Nee, was ich möchte, Alter. So. Ich hätte tatsächlich einen ganzen Bedingungskatalog, der viel damit zu tun hätte, dass mögliche
Früchte meiner Lenden. Halt mit der Gang per se, dass sie nicht zwangsverknotet sind. Was meinst du? Dass nicht klar ist, dass das Gänger werden. Selbstverständlich ist das nicht klar. Glaub mir, das ist viel komplizierter, als du denkst. Nee, ist es nicht. Da bin ich aber gespannt. Tatsächlich ist es theoretisch zwar so, dass es möglicherweise vorgeplant würde von irgendwelchen Leuten, aber ich auf sowas überhaupt gar keinen Bock hatte, noch nie. Selbst wenn das von den Leuten nicht vorgeplant wird, ich will da auch niemandem was unterstellen, das ist doch so, guck mal, der normale Ablauf. Die Schule erfährt, dass es das Kind vom Gänger ist, er kriegt deswegen schlechtere Noten. Oder er weiß, dass er der Sohn einer Gängerin ist und nimmt sich deswegen in der Schule alles raus und wird ein übelster Vollassi in der Schule, gerade in der Pubertät, und hat dann überhaupt keine anderen Laufbahnmöglichkeiten mehr. Das sind so viele Sachen, wo man aktiv viel dafür arbeiten muss, die Entscheidungsfähigkeit quasi zu schaffen und nicht nur zu sagen, du kannst dich entscheiden, aber es gibt im Endeffekt keine Wahlmöglichkeit, weißt du? Ich weiß, was du meinst. So, und da wäre ich aber hinterher. Da wärst nicht nur du hinterher. Ja, geil. Ich werde am Ende niemanden davon abhalten, aber nur, wenn ich mir sicher sein kann, dass es tatsächlich eine Entscheidung ist, die nicht getroffen worden ist, weil irgendwie die Umstände es erzwungen haben. Das wird es nicht geben. Und du bist ja natürlich bewusst, dass ich gern jeden davon abhalten würde, aber es nicht tue, weil ich weiß, dass es halt nicht geht. Bitte nochmal übersetzt. Wenn ich wüsste, dass es etwas nützt, wenn ich versuchte, jemanden abzuhalten, würde ich jeden davon abhalten. Insbesondere aber... Ne? Das war aber ein kurzer Bedingungskatalog. Nee, das ist alles damit verwachsen. Außerdem, kannst du nicht erwarten, dass der jetzt schon ausformuliert da liegt. Du musst wissen, ich bin nur ein bisschen durch den Wind. Meine Ala hat mir gerade gesagt, die ist schwanger. Oder keine Ahnung, was da los ist. So. Also ich wäre voll dabei, aber eins meiner größeren Bedenken ist noch, dass du nicht schnell genug anmerkst, wenn du gerade nicht kannst und dir dann noch mehr aufbürdest und noch mehr Scheiß machst, als halt jetzt immer schon, was dann natürlich noch um ein, zwei beinahe verkompliziert wäre. Genau, das ist, genau, ich formuliere es mal anders. Der Bedingungskatalog beinhaltet auch die Klausel, dass man dir auch einfach mal sagen kann, nö, das mache ich jetzt. Verpiss dich und lege dich hin, du hässliches Schwein. Und dass du das dann auch annimmst. Keine Ahnung. Na, keine Angst, ich werde dir in fünffacher Ausführung den Bedingungskatalog vorlegen. Ich erwarte ja jetzt nicht, dass du dazu Stellung beziehst. Und ich glaube, du verkennst die Lage ein bisschen. Es geht dir nicht darum, Bedingungskataloge zu erfüllen und durchzusetzen. Bist du bescheuert? Aber selbstverständlich geht es darum, nein, aber es geht auch darum, dass ich Punkte habe, die ich im Falle eines Falles oder dann vielleicht eher einer Geburt, die ich dann schon gern abgeklärt habe. Dinge, die mir tatsächlich wichtig sind. Oder Dinge, die ich dann gern umsetzen würde. Das könntest du ja auch machen, aber ich meine, ich kann nicht dafür, wenn du jetzt zu faul warst, dir was zu überlegen. Jo. Das war trotzdem immer noch keine Antwort auf die Frage, was du eigentlich willst. Außer einen Bedingungskatalog durchsetzen. Gegebenenfalls. Ja, klar, das war doch schon vorher die Antwort. Ich habe gesagt, ich würde da schon mein Schärflein, würde ich schon beitragen.
Ich glaube tatsächlich auch, wenn ich dann nochmal drüber geschlafen hätte, mit Elan. Aber wie gesagt, ich kann jetzt auch nicht sagen, geil, Alter, ich wurde übelst fett, Alter. Richer Kleiner vorne proppen. Du sagst, ah, ich bin mir aber gar nicht so sicher, wird geil. Verstehst du? Ja. Verstehe ich. Was sind wir irgendwie bei so, Ja. Das ist ja gut. Ach so, regelmäßig und so. Hä? Ne, vielleicht mehr als einmal und. Bis jetzt einmal. Ja. Seit ich davon weiß. Ja, ach so. Na, seit 3 Wochen. Na, okay, das ist ja eigentlich alles noch, glaube ich. Da müsste ich mich erstmal erstmal gucken. Ich hielt das für einen adäquaten Weg, mir die Entscheidung zu erleichtern. War aber nicht so. Das ist ärgerlich. Ja. Und da meine man auch, das wäre so auch alles töfte und... Ja, deswegen habe ich das doch überhaupt gemacht. Und mit Wikingerhelm schon und... Hä? Entschuldige mal bitte. Was denkst du, was in deinem Uterus passiert? Da wird erstmal ein verdammter Eber gejagt und dann werden denen da die Haue rausgeschnitten und da wirst du dir raus einen Hut gebastelt, Alter. Macht man das so in Schweden? Machen wir das nicht überall so? Nee. Also. Nee, ich hab keine Ahnung, was da los ist. Also, ich weiß, dass alles in Ordnung ist, aber sonst. Keine Ahnung, ob Wikingerhelm oder nicht. Ist irgendjemand sonst informiert oder so? Kaban zwangsläufig, weil er derjenige war, der mir die frohe Botschaft überbracht hat. Das Gesicht von dem jetzt. Es war vielleicht mal kurz so, dass mein Kreislauf der Meinung war, er müsste mal sich eine kurze Auszeit nehmen und Kaban war gerade da und dann war da ein Arzt und naja, den Rest kannst du dir denken. Nee. Na, weil das Kabans Kumpel war, hat er mit ihm geredet und Kaban hat es mir dann gesagt, als ich dann irgendwann wach war. Siehst du, den Kumpelteil, den hatte ich jetzt nicht mit eingeplant. Okay. Aber sonst keiner. Das ist jetzt auch gar nicht mehr alles so, also man hat ja da gar nicht, also eigentlich ist die Bedenkzeit ist echt gar nicht mehr so lange, ne? Nicht wirklich. Also, kommt drauf an. Nein, sag mal so. Wenn es einen selbst betrifft, wird es irgendwie schwerer, dann noch zu sagen, in letzter Sekunde Abbruch. Hä? Nein, sag mal, da ist ja jetzt eine Entwicklung vorangeschritten, die man ja inzwischen schon fast als, also schon als menschlich, also da. Es ist ja kein Lurch mehr. Naja, geht so. Ja. Soll ich dich erstmal in Ruhe lassen? Bist du denn völlig bescheuert? Wen soll ich denn jetzt zulabern, wenn du mich jetzt in Ruhe lässt? Keine Ahnung. Du stellst dir das aber ziemlich leicht vor. Jo, dann werde ich dem erstmal eine richtig schöne Bombe hinsetzen und dann tickt die so ein bisschen, dann verziehe ich mich und kicher oder fliegt dem dann an sich Hand um die Ohren. Du bleibst schöne hier. Hast du heute Abend was vorgenommen? Oh, du hast Zeit. Nice. Ja, da pennst du heute mal hier. Ist ja schon ein bisschen länger her. Ich wusste ja nicht, warum du keinen Bock mehr hattest, hier zu pennen. Oder fällt's mir einfach wie eine dicke Wampe von Augen? Tja,
Ja, aber lass jetzt erstmal was anderes machen. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Easy. Ja, tja, dann werden die erstmal was anderes machen. Ja. Worms Armageddon spielen. Da sehe ich den richtig. Das reicht halt vielleicht noch für, keine Ahnung, Minesweeper. Tilt. Na, meinst du nicht, dass diese kleinen rosa Würmchen... Diese kleinen rosa Würmchen von Worms? Hä? Also, wenn man sich die Stadien der Embryonal- und Fötusentwicklung anguckt, dann sehe ich da zu manchen Zeitpunkten aber ja schon wieder Gemeinsamkeiten. Aber eher im Lurchstadium. Natürlich, wo alles noch ein bisschen durchsichtiger ist und so, aber trotzdem. Na, wo es noch aussieht wie ein Reptil im Ei oder wie ein Vogel. Nein, wir haben schon gesagt, das ist ein Lurch, kein Reptil. Na gut. Gut. Währenddessen bei Cabane. Oh. Ist spät. Des Nachtens gar. Mhm. Ich schlafe. Oder auch nicht, je nachdem, wo ich bin. Nee. Weil du unbedingt noch dringend aufs Klo musst. Nee, genau. Du musst es nämlich, pass auf, das war eine ganz unschöne Geschichte. Eine der Nutten von dem einzigen Bordell, was ihr dort oben habt, die wurde vielleicht ein bisschen verwärmt. Der Typ, den hat's schon, der wurde schon abgefrühstückt. Aber jemand muss ja jetzt das arme Mädchen mal abholen. Und dann muss sie mal hingebracht werden. Hier zu der, wie heißt denn gleich wieder, Zoja. Boah, Name gemerkt, easy. Alles safe, so, weil die braucht ja jetzt auch ein bisschen, die muss ja aufgemuntert werden. So ein Shit, dafür ist die Alte ja da. Das machst du, kein Problem. So. Wenn du damit fertig bist, musst du halt nochmal da hochfahren, denn du hast das Wichtigste dort oben vergessen. Ihre Kulturtasche. Ihre Kulturtasche. Wie kann dir das denn passieren? Was ich habe quasi auf der Fahrt, wo ich sie abgeholt habe, extra Roger mitgenommen. Damit sie ihn knuddeln kann. Das ist aber ein süßer Hund. Scheiße, das klappt. Das klappt halt einfach. Sicher klappt das. Kaban denkt mit. Nee, Kaban der weiß, was die Möschis wollen. Eine Fahrt mit Roger machen. Ja. Aber auch das ist in Ordnung. Aber darüber hin, ob über dieses wunderbare Geschäft, habt ihr leider die Kulturtasche vergessen. Gut, muss ja nochmal da hochfahren. Ist ja kein Ding. So. Du entweichst aus dem süffig-würzigen Bordell. Aber nun kommt eine kleine Gemeinschaft von polizistenartigen Polizisten auf dich zu. Ich gehe meiner Wiege. Es sind fünf. Oh Gott. Ich bräuchte mal deinen Zinnennamen. Oh Gott. Beziehungsweise, ich weiß ja nicht, welche du nimmst. Je nachdem, ob die Gegend gut ist, habe ich die noch gar nicht ausgestrahlt. Wahrscheinlich. Bitte? Je nachdem, ob die entgegen ihr gegen Ach so, nee, Scheiße, stimmt. Nee, wenn die dich benennen, dann brauche ich den von der, die noch nicht völlig zerbumst wurde. Ja. Hab ich. Michael Efremov. Müsste das sein. Fandanks. Herr Efremov, kommen Sie bitte. Wieso? Kommen Sie bitte. So, Hände hinter den Kopf. Warum? Keine Zickenhände hinter den Kopf. Einer tastet dich schon ab und nimmt deine Waffe in Beschlag. Und deine andere Waffe. Und dein Messer. Ja, ja. Und dein Kommi. Die strahlen. Und Sie sind wer? Was wollen Sie von mir? Mitnehmen. So. Mitnehmen wohin? Wenn ich wollte, dass Sie Fragen stellen, hätte ich Ihnen das schon gesagt, Herr Efremov.
Na, aber sehen Sie, aber Sie vergessen offenbar, dass wir 4 Uniformen tragen und Sie dreckige, vollgeschisste Lumpen. Die Uniform kann ich mir auch kaufen. Das Problem ist, ich habe noch keine Dienstmarke gesehen. Du kriegst eine saftige Klatsche mit einem, wie heißen die Dinger gleich? Schockstock. Betäubungsschlagstock, danke. Ich bin kurz davor, die Polizei zu rufen. Aber die haben den Comic schon abgenommen. Wer sagt denn, dass sie das gehört haben? Also, ich bitte dich. Die schieben dich in Richtung des Polizeiwagens, der sehr echt aussieht. Okay, also der sieht schon sehr echt aus. Ich würde gerne telefonieren. Ja, natürlich würden sie das. Ich bleib einfach mal stehen, mal gucken, ob die mich wegschieben können. Also, ja, was sind das für Typen? Kennst du schon den Teleskop, den Betäubungsschlagstock? Jetzt duplizierst du den? Und dann Shepard's. Ja, ja, aber sag mal, das ist ja in der Nähe des Bordells. Steht da keiner von uns rum? Direkt davor? Nee, von euch keiner. Eigentlich sind da so ein paar Mietsmuskeln. Die telefonieren auch gerade schon, aber scheinen da noch nicht einzugreifen. Ist nicht immer klug, wenn die Bullen kommen. Ja, nee, das ist richtig. Ich wollte nur wissen, ob das jemand mitkriegt. Nee, das ist schon richtig. Die sehen das schon. Gut. Könnt ihr mir denn wenigstens sagen, warum ich denn mitgenommen werde? Wenn Sie weiter dumm rumquatschen, können wir auch noch einiges mehr. Sie haben das Recht, die Fresse zu halten, aber es ist auch echt Ihre Pflicht. Sag ich mal. Alles, was Sie machen kann und wird dazu führen, dass wir weiter auf Sie einschlagen. War das Ding bis dato sehr schmerzhaft? Ich glaube, das Ding hat einen Grundschadenswert von bei mir 6G. Also eigentlich der, worüber ich lache. Also. Nein, es ist EG-Schaden, wovon du nicht so viele Schadenskästchen hast, und das ist PB-5. Also elektrisch. Naja, Betäubungsschlagstock. Okay. Der Schockstock. Dann ist ja noch PB halbe, PB-5. Sag ich ja. Aua. Ja, also, ich komme ja gerne mit, ist kein Problem, ich wehre mich ja auch nicht, haben sie ja festgestellt. Aber ich würde gerne wissen, warum ich mitgekommen bin. Die machen hinten die Tür zu, da wird erstmal so ein Störgeräusch hinten eingeschaltet, dass dir fast die Ohren zerplatzt. Zum Glück hast du aber ein Ohr-Dingens. Selektiven Geräuschfilter. Den nämlich. Ist der eigentlich intern oder ist der Kopfhörer? Also Ohrstecker. Ohrstecker. Sehr gut, die haben sie nicht abgenommen. Und dann geht der Fahrt los. Warte mal. Kann ich meinen Comlink denn noch erreichen? Ich habe ja eine Sendeleistung. Dazu müsstest du deinen Wi-Fi anmachen. Ja, ist richtig. DNI, hast du welches System? Ich habe quasi eine Dingsbumsbuchse. Ja gut, willst du deine Datenbuchse auf Wi-Fi stellen? Ja, wenn ich mein Comlink möchte, muss ich das wohl machen. Okay. Ja. Die hat einen halben Meter, glaube ich, oder? Nee, die kann mehr haben. Niemand ist okay, so dumm, das zu machen, aber also inzwischen ist niemand mehr so dumm, das zu machen. Erreichst du dein Comlink? Sie. Gut, ich möchte zum einen ich führe das Scan-Programm aus. Dann packe ich bitte mal Computer und Intuition. Aha. Ja, dann bin ich bestimmt ganz gut. Intuition und? Hast du 4 und Computer hast du 2, glaube ich. Ja, irgendwie sowas. Warte. Und glaube ich 1. Schande über mein Haupt. Ja. 3 Erfolge, komm. Mach den Kaban. Na gut. Aber gezielte Suchen gibt noch bestimmt Bonuswürfel, oder? Wonach suchst du denn gezielt? Nach den Comlink-IDs der Leute, die vor und neben mir und überall sitzen. Das müssen ja 5 Stück sein. Das Auto muss ja prappenvoll sein. Ja, sag mal so. Leider haben sie ein Disabler-Chip in dein Comlink gerammt.
Und damit meine ich nicht ihren Fuß, sondern tatsächlich einen Chip, der sämtliche Zugriffe da erstmal abblockt. Auch die des Admins, also dir. Ja, das Cyberpunk ohne Datenbuchse, ja, du siehst trotzdem ihre Scheiß-IDs, ja. Okay, prima. Also, ne, ich wollte die Comics-IDs haben und so. Weil die schicke ich nämlich jetzt quasi einmal per Datenpaket an unseren tollen Hacker. Also die offiziellen Polizisten-Erkennungs-IDs, die nicht ganz hundertprozentig genau zuzuordnen sind, Personen, aber, ne, wo man weiß, in welchem Bezirk die eigentlich arbeiten und so ein Shit. Achso, das ist ja auch schon mal gut. Die nehme ich auch gerne. Ich wollte eigentlich die Comlinks-ID haben, damit man nämlich weiß, wer das ist. Ich glaube, die werden sie tatsächlich nicht jetzt immer, ne, außer in der Freizeit. Hm. Egal. Auf jeden Fall schicke ich das einmal als Datenpaket rüber und mit der Nachricht so von wegen, ey, ich wurde gerade festgenommen. Ich hoffe, dass ich hier also, keine Ahnung. Mal gucken, was da kommt. Grüße. Also wirklich so. Hast du denn in deiner Datenbuchse die Comlink-Nummer von der Nähmaschine drin? Nee, hab ich nicht. Aber ich hab Jojos Nummer vielleicht. Jojos Nummer darfst du direkt, also ich glaube nicht, dass du die drin hast, aber du darfst sehr gern würfen, Erinnerungsprobe plus 3. Logik und Willenskraft ist das. Ja, na, aber Jojos Nummer vergisst man doch nicht. Eben, die ist so einprägsam. 666. Genau. Ja, hier schicke ich das Datenpaket und dann schalte ich alles wieder ab. Sehr gut. Wir machen erst Folgendes. Jojo. Du bist umgekleidet zur Nachtruhe. Sicherlich waren immer wieder mal Gesprächsfetzen hinsichtlich der wachsenden Unruhe. Ja. Ah, nee, ich hatte noch, nein, der, warte mal, ich hatte irgendeinen guten Begriff. Der Saat des Bösen, nee. Na, nimm es erstmal der Saat des Bösen. Erschöpft von Gespräch und Gedenken, begebt ihr euch zu Bett. Du legst dein Comlink auf den Nachttisch. Es piept. Einjähende Nachricht. Frischling markiert als echt ganz schön hardcore wichtig. Sie greift nach ihrem Comlink. Da steht, dass der verheftet wird und so ein paar Comlink, so ein paar IDs von Bullen. Sie denkt sich, wieso schickt er mir das jetzt? Sie steht wieder auf. Na, das lief gut. Sollten wir öfter machen, war ziemlich gut. Ja. Ja. Du hast noch Frikassee im Ofen. Nee. Du weißt schon, dass ich jetzt meine Sachen packe, zu euch in die Butze fahre, warte, bis du irgendwann dort wieder ankommst. Ja, da fahre ich jetzt hin. Na okay, und dann wirst du ja irgendwann auch dort ins Bettchen. Und dann du weißt schon, dass ich da dich, also du weißt, das ist ja auch egal. Naja. Solange du da die Fresse hältst, ist mir das egal. Er hatte erstmal vor, nachzufragen, was eigentlich dann mein Schwiegerpapa davon denkt. Ja, guter Plan. Ne? Naja, los, dann fahren wir zusammen. Bist du mit der Kiste, mehr so mit dem Auto? Naja, mein Motorrad ist gerade verliehen. Umso besser. Na, ich sehe dich auch richtig auf dem Motorrad mit der Wampe, Alter. Hä? Was? Ach, so schlimm ist es auch noch nicht. Nee, das ist nur der Vergleich. Es ist der Vergleich. Na gut, dann pack mal. In der nächsten Folge. Garage. She makes things so very convenient for me. Like in this garage.
nice garage. She makes things so very convenient for me. She's my all-night penis garage. Penis garage. Penis garage. Penis garage. Penis. So, ihr kleinen Hustenbonbons. In der Folge war ja gar nichts. Also ich habe hier zumindest irgendwie kein Editor-Dokument, das irgendwas anderes sagt. Deswegen war überhaupt nichts los, worüber wir uns jetzt noch unterhalten müssten. Also worüber ich jetzt noch irgendwas sagen müsste. Wie heißt denn die Folge? Ah, scheiße. Da ist ja sogar was passiert. Ärgerlich. Ja, aber gibt's tatsächlich ja nicht so viel zu sagen. Ich meine, der soziale Druck lastet. So wie der Druck auf den Innereien. Was willst du da groß? Das ist ja okay. Und da ich nächste Folge dann etwas mehr erzählen muss, lass mal es einfach sein, würde ich sagen. Intro-Musik ist von Lamprey mit Parasite auf dem Album The Greener Grass und das Outro ist von The Cheese Miles mit Cheese Miles on a Peace Garage. Videobild von Evo Team in Dildumse, ja, recht auch scheiße in der Beschreibung und bis zum nächsten Mal, kleinen geilen Mills Bros.